Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Underground 2. Was war das denn? Wie haben wir das eigentlich gemacht? Oh mein Gott. Okay. Mit dem Neomon Elfe und Fabi von Gold. Ja, hallo. Okay, ja, okay, das war jetzt einfach nur awesome. Okay, ich hab übrigens noch Weizen. Dann krieg ich auf einmal Schaden, ey. Jetzt geht's los, so, lol. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt den großen Ausflug. Ich nehme mir mal eine... Ja, warte, vorher muss ich einmal sterben. Ich muss einmal sterben. Ich nehme mir mal eine Eisenspitze. Ich muss mal einmal... mit. Wenn ich da runterfalle, dann muss ich mir hier ein Loch graben. Nein, halt, ich hab eine Eisenspitze. Ja, okay, so kannst du's. Ja, mach. Aber gib mir die wieder. Nö. Bitte. Dann mach ich mir noch. Nein, du musst mich eh töten. Guck mal. Ah, ich sterbe. Ich brauche Stein. Geh vom Esel weg, ich schlag den sonst. Geh vom Esel weg. Dame Bobo. Hast du Bobo geschlagen? Alter, du hattest ja ziemlich viel. Ich leg dir das alles. Voll viel. Hä, lol, du hast ja. Ich brauch nur das Weizen. Ja, Seeds und Weizen, hab ich doch gesagt. Wir brauchen das aber noch. Lol. Um die Hühnchen und so rüber zu locken. Ja, aber wir brauchen einen. Wir müssen da hinten ein Seed. Ich brauch ein Seed. Ein Seed brauch ich noch. Ey, lass mal Seed schon mal hier. Ein Seed brauch ich noch. Hat jemand noch einen? Mach mal auf diese Seite. Nein. Halt, stopp. Seed, wir müssen erstmal Knochenmehl holen und damit Seeds machen. Damit wir mehr Seeds haben. Damit wir schnell Seeds haben. Damit wir eine gute. Da ist. Da drin. Ja, aber wir können ja schon kommt mal die Hälfte jetzt anpflanzen oder ein bisschen. Ja, komm, Dorf. Können wir machen. Warte. Bam! Warte, ich pflanze eben ganz bisschen was an. Ich hab schon ein Seed. Ich mach eine Hose, zack, 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 zack. Boah, ich hab zwei Seeds und eine Blume. Ey, eine Blume. Ja, aber keine Rose leider. Oh. So, jetzt habe ich schon drei Seeds. Ich würde sagen, eine Runde machen wir. Ja, das ist sehr schlau rum, dass du das machst, wo wir jetzt auch so viel Wasser haben. Ja, ist doch egal. Ja, nein, Wasser, nicht egal, es geht kaputt. Wasser kann man sich doch ganz einfach machen. Ach, das geht ja, kaputt. Machen wir jetzt auch. Das geht kaputt. Ich glaube, also es geht so. Nur hier willst du noch die vier Samen haben. Ich mach mal eben Eimer. Ja, genau. Mach mal. Gönn dir. Habt ihr Timer gestartet? Achso, ja, mach ich. So. Gut. So. Also ungefähr eine Minute muss ich dann runterrechnen. So ungefähr Pi mal Daumen. Und dann eine Steinsplitterke, ja. Okay, ich mach mal einfach das Eis hier kaputt, ne? Das ist dort hier Wasser machen. Ja, genau. Und wir haben Wasser. Schon haben wir Wasser. Ja, siehst du, wir können es. Wenn du jetzt noch einen kaputt machst, dann haben wir so eine unendliche Quelle dann hier und dann. Mhm. Und dann haben wir genug Wasser. Oh, ich höre ein Skelett. Wo war ein Skelett? Skelette! Ihr habt keine Skelett Ahnung gehört. Habt ihr das Skelett auch gehört? Ich glaube schon. Nö. Ich nicht. Ich hab's hier unten gehört. Ja, hier höre ich's. Mach kalt. Ich hör's nicht. Naja. Ja, so, hier ist es ja nicht. Ich muss ja noch so eine Geschichte erzählen. Ich war gestern am Bahnhof. Wir können schon mal losgehen. Ich war gestern am Bahnhof. Aber schon mal losgehen zum Dorf, ja? Ja, warte, kleinen Moment. Kann ich dann dabei die Geschichte erzählen? Ja, dabei. Also, ne? Warte, kleinen Moment. Ich war gestern so am Bahnhof, ne? Ja, da war dann so richtig alte, nicht alt, sondern so richtig hässlich, so richtig fett und so. Und dann auch noch so richtig verhuscht und so sah der aus, ne? Und dann kam da so ein anderer, der sah genauso aus, ne? So. Dann sagt der da zu ihm kommt, ich bin da nur so vorbeigegangen, er sagt dann so erstmal so, ja, ich hab gerade deine Ex-Freundin getroffen. Da hab ich mir so gedacht, ja, wie bekommt so eine Person eine Freundin? Okay, ja. Könnt ihr mir diese Frage beantworten? Würde ich gerne. Hier ist aber ein Dorfbewohner. Hier ist ein Dorfbewohner, falls ihr handeln wollt. Ja, klar. Ich will handeln. Und hier sieht's einfach nur awesome aus. Ist ja geil. Und LOL! Geilo! Ja, lass mal hier herziehen. Keine Tiere töten, ne? Die können wir ja mitnehmen. Genau, lass mal hierher ziehen. Hierher ziehen? Ja, habe ich auch gerade gedacht, die ist viel geiler. Aber erst wenn wir Betten haben. Wir müssen erstmal, wir können uns doch Betten eine Schere machen. Wir können eine Schere machen, genau. Und dann machen wir die Schafe. Wieso? Alter, aber hier donnert es voll. Ich auch so? Ja, ich mach mal meine Sounds ein bisschen leiser. Warte, ich mache erstmal Waypoint. Das ist, weil wir hier hingekommen sind. Es ist die Welt sauber auf uns. Ja, genau. Läuft. Hier ist auch schon was gepflanzt hier und so, ne? Ja, das habe ich gerade angepflanzt. Daher habe ich doch das Weizen. Ah, geil.
Boah, ey, voller Aussichtspunkt hier oben. Ey, hier müssen wir echt umziehen, hier ist viel geiler. Ich mach mir mal ganz kurz einen Weg. Guck mal, wie killer ich hier einfach, wie killer ich hier einfach schwer. Achso, oh, ich wollte den Weg umgehen. Warte, ich will einen Screenshot machen, warte. Ich auch, warte, ich brauche auch noch. Nein, guck mich an. Warte, so schön mit Optifine, so ranzoomen, so halb, so und, oh, das ist geil. Oh, das ist richtig geil. Guck das dir weg. Das mach hin, Junge, wir müssen auch noch was schaffen in dieser Folge. Genau. So, genau, wir müssen mal wieder produktiv sein, das wäre... Ja, bisher waren wir ja recht produktiv sogar. Also hier ist eine Kirche. Ist eine Warte, sind hier nicht manchmal auch Kisten? Nö. War das nicht schon? Ein Vize-Bi, oder ist das nur ein Vize-Bi? Das ist nur ein Vize-Bi, ja. Ach, Mann. Ja, aber wir können ja wirklich hierher ziehen und da hinten dann so einen Raum noch aushöhlen, wo wir das Goldfischglas reinbauen. Ja, ja. Das wäre... Nee, aber ich find's hier auch viel geiler. Hier haben wir mehr Platz und so, das ist ein bisschen praktisch. Ich könnte sagen... Durch den Esel können wir mehr mitnehmen. Also wir können auch die Schmiede da hinten ein bisschen die Schmiede größer bauen und das dann zu unserem Haus bauen, oder? Ja, stimmt, nach hinten, da ist ja nichts mehr. Nee, da ist das. Ich kann schon mal anfangen und ihr holt die Sachen. Ja, ich fange auch schon mal an, oder? Ah, ich gehe Sachen holen. Ja, Fabi holt die Sachen. Ah, ich hab noch eine Kiste. LOL! LOL! Hä? LOL! Wo? Ja, läuft. Hinter so einem Haus ging's auf einmal raus und dann war da eine Kiste. Ich nehme die Kiste mal auch mit, ne? Oder? Oder warte mal. Was ist denn da drin? Ja. Da waren 16 Bücher, 2 Spawn Villager, ein Potato und eine Karotte. Ah, und eine Empty Map. Läuft bei uns. Bei uns. Ja, vor allem die Karotte und die Potato. Das finde ich am coolsten. Ich gehe dann schon mal Sachen holen. Jo, mach das. Ich baue gerade hier einen Zaun. Nimm am besten, wenn du eine Villager Kiste leerst, direkt Kiste mit, weil sonst haben wir... Also, ja, ich hab hier zwei. Oh, ich werde mich bestimmt dreimal verlaufen oder so, ey. Ja, die Villager, die brechen die ganze Zeit aus. Das zum Glück habe ich eine Minimap drin, wo ich Waypoints machen kann. Damit ich mich nicht so oft verlaufe. Cheater. Ja, was denn? Aber kann man irgendwie die Villager zufällig locken? Ich höre Zombie. Du meinst, dass wir die einzäunen können oder was? Ja, nee, dass die unten einfach nie wieder hochkommen. Dass sie von unten wieder hochkommen. Dass sie von unten wieder hochkommen? Ja, die sind ja jetzt hier unten. Die chillen doch da alle, die Barbers. Ach so. Ja, das ist eine gute Frage. Boah, ey, ich finde nicht mehr zurück. Aber die haben fast alle nur Rüssi. Ey, Leute, ich werde gleich sterben, ne? Ja, okay, ich komme zur Hilfe. Weil, ich weiß, wo das ist. Ich bin hier gerade so... Witter. Ja, das ist der Himmel. Oh, Zombie. Oh, Zombie. Dural. Ah, ich weiß wieder, wo es hingeht. Glaube ich. Also zumindest wo es hingeht. LOL! Der ist einfach instig... LOL! Was? Das ist einfach, der ist einfach gespawnt. Ja, LOL. Ist Nacht bestimmt. Nein. Und bei Villager... Das sind bestimmt Villager-Zombies. Wow! Ich bin tot. Ich sammle deine Sachen schnell auf, ne? Soll ich den Esel mal mitnehmen und die Sachen? Ja, bring mal mit. Ich sterbe aber auch gleich, ne? Ich gehe mal schnell zu euch hoch. Ja, ich bin ja jetzt hier hinten. Wobei, der Spawnpoint ist ja dann anders. Das heißt, wir müssen ganz, ganz schnell ein Bett machen. Ja, sollten wir. Also sonst haben wir quasi verkackt. So, ich baue hier schnell noch. Ich stelle hier die Kiste hin. Pack die ganzen Bücher und so da rein. Ach. Und dann lasse ich mich sterben. Ich gehe jetzt zu dem Hühnchen und so baden. Soll ich ertrinken oder soll ich... Ich hab gar keine Leine mehr. Wo ist denn die Leine von dem Esel? Ja, das habe ich doch vorhin schon gesagt. Die ist nicht da? Die war einfach weg vorhin. Wie macht man die denn noch? Das ist sehr kompliziert, glaube ich. Macht man die einfach nur mit String oder so? Ganz Jolo-mäßig so. Lol, du. Ja. Ja, ich bringe ihm ein paar Sachen mit. Okay. Ja, ich muss eben die Sachen. Ich brauche nur ein Schwert. Da ein paar Sachen hin. Ist da irgendwo ein Schwert? Weil ich brauche noch ein Schwert, sollte ich vielleicht nochmal mitnehmen. Leider nicht. Haben wir noch zwei Sticks? Jetzt, wo die Zombies da sind. Ja, da sind zwei Sticks. Kannst du die mir da ein Stück brauche ich ja nur dafür. Warte, ich mach eins. Ja, ne, zwei für mich auch eins. Ich mach eins mit. So. Okay, ich hab viele Sachen. Ich mach mal meins auch voll dann. Wir haben auch schon Zuckerrohr und hier sind. Ein Schwert für dich.
Wollen wir dann die. Ach genau, ich muss dir dann was geben dafür. Dann krieg ich 64 Kobbel, tut mir leid. Jollo. Würdest du die Saplings schon mal mitnehmen, weil wenn wir dann eh alles noch da verfrachten? Ja, würde ich sagen, ne. Oder lass die Saplings hier noch wachsen und dann einfach hier hinten nochmal Baum abholzen und so. Und im Endeffekt haben wir dann ja hinten diese Anlage auch umsonst gebaut, aber YOLO, oder? Mann, stimmt. Nee. Egal, es ja, ist egal. Es ist, egal, es, egal. Ey, ich hab mich schon wieder verlaucht. Nein, Spaß. Also ich erweitere gerade hier dieses Haus, was wir als Lager-Dings da machen wollen. Also als richtiges Haus wollte ich das erstmal machen. Wo wir erstmal drin wohnen, würde ich sagen. Ja, oder, ja, meine ich ja. Alles halt. So all-inclusive. Oh, ja. Vor allem, wir gegen gerade so viele Zombies. Aua, ey. Ach, du bist ja. Jetzt haben wir immer noch die Challenge erreicht, mit dem Zombies töten, mit der Fist. Hast du sie mit der Hand gefistet? Ja, das muss man bei den Challenges. Ach so, hier. Sind hier irgendwie kleine Zombies? Ich hab noch einen. Doch, hier ist einer. Hier sind's. LOL. Nicht das. Nein, das Hühnchen! Mann, das ist nicht Hühnchen. Das Hühnchen, Till. Ist sein Hühnchen dabei gestorben? Wir müssen aufpassen. Es scheint so, als Bonnie die ganze Zeit. Das liegt bestimmt daran, dass jetzt. Scheiße, ich komme nicht mehr raus. Das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass jetzt Nacht ist. Warte hier. Das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass jetzt Nacht ist. Und dass die Dorfbewohner dann zu Zombies werden. Wenn die, das wäre nass automatisch. Ich glaube schon. Ich dachte, die müssen jetzt von Zombies angegriffen werden. Ja, dann ist hier vielleicht ein Zombie reingekommen und dann werden die dazu Zombies. Ja, das wir können natürlich alle Zombies umbringen. Ja. Das werden natürlich nur alle Dorfbewohner umbringen, aber das bringt's nicht. Komm. Jeder geht einfach in ein Haus rein. Ich möchte die Kirche. Oh, da sind Zombies. Die kommen hoch. Die kommen hoch. Gib ihm hart. Ist ja vielleicht nicht genug. Was sie sich erlauben. Nee, die kamen hier runter. Von hier unten habe ich genau gesehen. Ah, hier sind noch Bücherregale. Ja, die dürfen nicht kaputt machen vorerst, denke ich. Ja gut, ich such... Okay, wir kriegen 9 Eisen, kriegen wir ein Emerald. Ey, ich würde sagen, das Hütte, die du da gerade baust da hinten, ne? Das könnte ja das Lagerhaus werden. Und dann baut sich jeder halt noch sein eigenes Haus. Ja. Wir haben eine Kirche. Wundervoll. Okay, Aber das wird ja geil. Hier sind die 2 Eisen drin. Ich habe hier schon ein bisschen vergrößert und so, ne? Okay, ich mache eben eine Schere, ne, für die Schafe. Ja. Wir müssen die hinten ausleuchten. Ja, ich hatte nur keine Fackeln dabei, deshalb. Also, wohnt jemand in dem Alter, Haus? Wieso hier? Sind hier so scheiße viele Bewohner in meinem Haus? Hier ist ein Hühnchen. Ey, in dem also Haus wohnt dem keiner, oder? In dem Haus wohnt keiner. Ja. Nee, dahinter ist auch da, wo die Kiste war. Ja, hab ich schon gesehen. Lol. Geht jemand Schaden? Ich hab Village, ich denn jetzt hier Skype-Nachrichten, obwohl ich auf Offline. Ja, okay, auf Offline angezeigt. Robin muss aufpassen, da können Zombies spawnen. Ja, da hast du wo? Überall. Da, wo du musst da ausleuchten. Und wenn die Zombies spawnen, können die Villager töten. Und dann haben wir wenig Villager. Und dann ohne Villager können wir nicht so lange überleben. Es wäre ganz nice, wenn hier jemand hinkommen könnte und ausleuchten könnte, wer Fackeln hat. Ich hab keine. Okay, nee, ich versuch gerade. Wo ist denn das zweite Schaf? Hat jemand Kohle oder so? LOL, der eine will ja 1 Mark gegen 7 gebratene Hühnchen. Voll gemein. Okay, ich kann ein Bett schon mal machen, dann können wir einfach alle erstmal pennen. Ja, das ist gut. Aber Robin, ich muss mal zu dir kommen mit den Kisten. Weil ich verdammt viel Zeugs noch habe und ich will jetzt nicht sterben. Ich baue hier hinten schon mal meine Hütte so ein bisschen. So, dahin. Zack, zack. Ja, da ist auch eine Workbench, das ist auch gut. Ja, habe ich so gebaut und so. Wie lange nehmen wir schon auf? 11 Minuten. Also 12. Erst? Jo. Das kommt mir immer so lange vor, irgendwie. So. Ja, mir auch. Weil wir immer so viel schaffen, irgendwie. Ja. Wir sind nicht schlecht. So, wir brauchen noch, warte, 5 Wolle. Das heißt, Schafe, friss. Komm, willst du doch auch. Komm, gönn dir. Das will nicht.
Schläckre, Schläckre. So, hier ist auch noch... Dogs. Boah, diese Geräusche von den Dorfbewohnern regen mich langsam echt auf. Ich mach's wieder auf. Ich schreib mir mal meinen Tick-Tack. Oh, nee, ich bin in der Aufnahme. So. Oh nein, 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 nein. Was hast du denn jetzt? Ich hab gefailt. Oh, 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 oh. Geh weg. Ja. Wo ist denn hier? Geh weg, da, danke. Alter, meine Hütte wird schon, nimmt schon langsam Gestalt an hier hinten. Du hast ganz viele Leute vor deiner Tür. Echt? Die wollen alle... Ja. Oh. Ich bin Fame, die wollen mich alle sehen. Ich muss den Boden zumachen, weil hier das Schaf die ganze Zeit rein will und ich will nicht, dass das Schaf da rein will. Hat jemand Essen? Nein. Oder soll ich mich umbringen? Bring mich um. Ja, wenn du im Bett geschlafen hast, ist gerade Nacht. Hab ich. Ist gerade Nacht. Hallo, gerade konnte ich schlafen. Wo kann man sich denn hier gut umbringen? Keine Ahnung, ach, wo Villager, wir haben noch da, wir Kirche, müssen irgendwo mal... Ich geh auch mal von der Kirche runter. Gehört jetzt eigentlich wem? Ja, wir haben unsere Häuser schon angefangen. Wo ist denn das Bett? Ja, welche denn? Also das, die Schmiede wird das Lagerhaus, dann wird die Kirche, ja, wird meins. Das wird meine Hütte. Das, ja, das von, ne? Okay, dann ich glaube, deins mit den Bücherregalen. Die will ich dann hier sehen. Ja, du hast das mit den Bücherregalen und da ist eine Workbench drin. Oh, geil. Geile Hütte. Ist hier unten der Ausgang, oder? Ja, der muss da irgendwie weg, der will er nicht weg. Ja, das ist der Ausgang, mit der Typ da will ich weg. Nicht töten, der will er nicht. Nicht töten. Nicht. Ich hab ein Ei. Ich weiß noch, damals konnte man die mal schieben. Ja, Alter, 20 Weizen für Eis, man hat das hart. So. Perfekt, ich wurde hier gespawnt. Gut. Dann kann ich jetzt direkt weitermachen. Boah, diese Villager nerven ja mal übelst im Sound. Okay, ich hab ihn wegbekommen. So. Oh. Jetzt brauchen wir nur noch da eine Tür. Und ich glaube, die Tür, die klaue ich einfach aus irgendeinem anderen Haus, das wir nicht brauchen. Ja, ja, warte nicht. Von dem, ja. Schon ein geiles Haus. Ich kann die Schafe ja vermehren lassen. Ich habe ja Weizen. Oder hatte zumindest Weizen. Ja. Von daher. Ich finde langsam, meine Hütte nimmt langsam so ein bisschen Gestalt an hier. Ich sollte vielleicht noch ein Bett schlafen. Ich versuche gerade einen Eingang zu machen. Wenn ich werde gleich sowieso sterben. Wo ist das Bett? Ja. Nein. Oh. Ja, ich kann nicht schlafen. Guten Morgen. Die Villager wollen nicht hochgehen. Jetzt hoch. Was tauschst du? Oh, 19 Mark gegen ein Eisenschwert und... Ne, die beiden tauschen Scheiße, die töte ich jetzt. Die wollen nicht hier weg. Nein, du darfst doch nicht unsere Nachfolger töten. Ah, doch, das geht klar, Oh, damit das ein bisschen symmetrischer ist, mache ich das mal so. Geht da weg, ja. Nein, falsch rum. Und ich sterbe. Ich glaube, meine Hütte wird geil. Ja, ich baue meine auch gerade um. Oh, endlich. Nur das Problem ist, die Tür endlich setzen. Bei meiner Hütte ist natürlich Gras, ne? Grünes Gras. Oh. Wunderschön. Grünes Gras. Oh yeah. Oh, ich sterbe. Wie lange nehmen wir schon auf? Nicht sterben. Jetzt. Oh, 16 Minuten. 16 Minuten, er läuft doch. Ja, wir sollten jetzt stoppen und dann die letzte Aufnahme oder so für heute machen. Genau. Ja, ne? Aber ich muss erst noch sterben. Ich auch, warte. Ich pack meine Sachen kurz in die Kiste, dann machen wir Gemeinschaftstod. Nein, ich will... Gemeinschaftstod. Lass mal am Ende alle gemeinsam den Turm runterspringen. Aber ja, ich bin schon fast tot. Ich hab noch voll Herzen und voll Essen. Das ist nicht so gut, ne? Und ich spring jetzt auf das Schaf, pass auf. Suboptimal. Und jetzt... Papau! Wollte auch noch. Und tot. Und die wird hier gespawnt. Das heißt, unser Spawn mit dem Bett funktioniert. Das ist sehr schön. Ja, bei mir hat's auch schon funktioniert. Okay, hoch. Hoch auf der Turm und dann mache ich gleich die Beendigung, ne? Ja. Oh, ich muss nochmal hoch. Lauf bei dir. Und... Badum!
Lol. Meine Sachen. Alle deine Sachen liegen hier. Ich hab nichts aufgesammelt, zum Glück. Ist noch Ofen und hier ist ja noch Lava. Okay. Ich würde sagen, alle, bei uns läuft. Alle Sachen noch da? Gut, dann würde ich jetzt sagen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, beende ich die Folge. Nee, eigentlich nicht. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen, macht's gut, haut rein und tschüss. Ciao. So, aus irgendeinem Grund.